Wenn ich eine Frau sehe, die mir gefällt und ich darüber nachdenke, wie es wäre, zu ihr hinzugehen, dann habe ich früher immer darüber nachgedacht, was andere über mich denken. Wären sie sauer auf mich? Wollen sie mir vielleicht etwas antun? Werden sie mich vielleicht vor allen bloßstellen? Diese Frage hat mich schon so oft davor abgehalten, auf eine Frau zuzugehen, die mir gefallen hat, dass ich mich dieser Frage unbedingt stellen musste. Und jetzt weiß ich es. Ich weiß, was die anderen denken. Du erfährst jetzt die ganze Wahrheit darüber, was in den Köpfen der anderen vorgeht. Denn sie sind sauer. Sie sind richtig angepisst. Und jetzt erfährst du auch warum. Mein Name ist Andy Friday und ich coache seit Jahren Männer darin, Frauen zu entdecken, zu verführen und die große Liebe zu finden. Im Bestsellerbuch The Top 5 Regrets of the Dying hat die australische Hospizschwester Bronnie Ware aufgelistet, was sterbende Menschen an ihrem Leben am meisten bereuen. Da sie viele Jahrzehnte in der Sterbestation des Krankenhauses gearbeitet hat, konnte sie tausende über tausende Menschen, die kurz vorm Sterben waren, interviewen. Und neben "Ich hätte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben sollen" oder "Ich hätte nicht so hart arbeiten sollen" war der häufigste Satz, den ihr ihre sterbenden Patienten gesagt haben: "Ich hätte gerne den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und mich nicht von den Erwartungen anderer leiten zu lassen." Fuck. Aber ist das wirklich ein Schock? Wir wissen doch die ganze Zeit über, was das Richtige ist. Wir wissen doch in jedem Augenblick, was wir eigentlich tun sollten. Dieses Gefühl in uns, das uns in eine gewisse Richtung lenkt. Wenn wir diesem Gefühl nicht folgen, dann verändert es sich zwangsweise immer in Reue. Wir bereuen so oft, wir bereuen so viel. Aber was bereuen wir eigentlich? Wir wussten doch in dem Moment, was das Richtige war. Als deine Mutter, dein Chef, dein Schwager dich genervt haben und du sie angefahren hast, da wusstest du ganz genau, welcher Weg besser wäre. Du wusstest eigentlich schon längst, was der richtige Weg gewesen wäre. Du weißt genau, dass es stimmt. Sag mir nicht, dass du keine Ahnung hast, wie du in dieser Situation besser hättest handeln können. Du weißt, es ist nicht durch Aggression. Du weißt, dass es durch Empathie, Ehrlichkeit und Unabhängigkeit definitiv hätte geregelt werden können. Und der Grund ist der. Du weißt ganz genau, dass wenn du dich mal gegen deine Ängste gestellt hast und auf deine Intuition gehört hast, die Situation immer besser für dich gelöst wurde. Wir werden immer belohnt, wenn wir dieser Stimme folgen. Mit Erfahrung, mit Stolz und manchmal mit greifbaren Ergebnissen. Als du die wunderschöne Frau vor nicht allzu langer Zeit da vorne gesehen hast und du dir ausgemalt hast, wie es wäre, der Mann zu sein, der einfach so auf sie zugehen könnte, da wusstest du, was das Richtige ist. Ich weiß aber auch, warum du in diesem Moment nichts getan hast. Weil eine andere Stimme sich gemeldet hat. Dieser Teufel. Der innere Kritiker. Wir haben zwei Stimmen in uns. Die eine spricht klar und deutlich, aber auch negativ. Daran kannst du sie erkennen. Das ist deine Kopfstimme. Das ist der Feind. Nicht Frauen, nicht der Feminismus, nicht irgendwelche anderen Gesetze, die es heutzutage gibt. Nein, diese Stimme ist der Feind. Sie ist logisch. Sie ist voller Zweifel und voller Angst. Sie wägt ab, sagt dir, was du nicht tun sollst. Sie fühlt sich vielleicht an wie ein Schleier, der von hinten kommt und dich langsam einnimmt, der deine Schultern einsinken lässt und klein macht. Deine zweite Stimme, dein Bauchgefühl, deine Intuition, dein Gewissen, die sagt dir gar nichts. Aber wir spüren sie. Wenn andere dir sagen, hör auf dein Herz, das ist die Stimme, die dein Bestes will. Diese beiden Stimmen, die müssen wir voneinander unterscheiden können. Geh mal in dich und frag dich in diesem Moment, welche der beiden Stimmen möchte eigentlich, dass ich glücklich bin. Welche fühlt sich nach Glücklichsein an? Diese dunkle Stimme, die ist lediglich ein Sammelsurium an den ganzen Ängsten von anderen Menschen, die dir irgendwann mal einbläuen wollten, warum etwas nicht geht, bei dem sie sich nicht getraut haben. Diese ganzen Stimmen, die wurden in dir zu einer Person und diese Person will nicht, dass du glücklich bist. Dafür ist sie nicht ausgelegt. Das ist die Stimme, die dann vielleicht sagt, nein, da kannst du jetzt nicht hingehen. Was würden dann die anderen von dir denken? Erstens bin ich der Überzeugung, dass wann auch immer du dir Sorgen machst, was andere über dich denken, ist das zu 99% ein Hirngespinst. Menschen sind mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigt. Sie laufen mit Scheuklappen durch die Straßen und haben keine Zeit, sich um irgendeinen Fremden zu kümmern. Zweitens, in dem 1% der Male, wenn jemand mich wirklich anmeckert, dann ist das doch gerade der Mensch, der am Ende seines Lebens zurückblickt und sich wünscht, er hätte gerne denselben Mut gehabt wie ich gerade. Er ist genau der Mensch, der am Ende bereut, nie ein Leben nach seinem Design gelebt zu haben. Und das siehst du diesen Menschen an. Da gucke ich ihn mir an und sage, ach, und du willst mir also sagen, wie man glücklich mit seinem Leben wird, ja? Du, der so zufrieden mit seinem Leben aussieht, das kaufe ich dir nicht ab. Du verkriechst dich doch genauso wie die anderen, 99% der Menschen. Du kannst mir gar nichts sagen. Erledigt. Du weißt genau, was das Richtige ist. Es ist Zeit, dass wir aufhören, auf die Ängste zu hören. Es ist Zeit, dass wir wieder auf unser Gewissen hören. Ich sehe Männer immer wieder im kostenlosen Erstgespräch. Sie sind zerfressen von diesen Zweifeln. In erster Linie zeige ich dir, wie du wieder auf deine Intuition hören kannst und dass du das darfst. Und flirten lernst du dabei ganz automatisch nebenbei, weil es dann Spaß macht. Wem will ich das Coaching beim Andy empfehlen? Auf jeden Fall denen, die mehr Klarheit
und Struktur brauche. Ne? Und es ist super einfach geworden mit der Zeit beim Coaching, einfach Frauen anzusprechen und sie dann wirklich mehr ins Gespräch zu verwickeln. Und das kam einfach. Es fließt einfach. Wenn du mit mir darüber sprechen möchtest, wie du 2020 den Arschtritt deines Lebens bekommst, dann klicke hier oben auf das i oder auf den Link in der Beschreibung. Und wenn du wie die vielen Teilnehmer in meinem Coaching so viele Dates im Jahr hast, wie du willst, dann merkst du, wie unzufrieden die meisten Menschen eigentlich sind. Du bist nicht alleine. Es gibt uns. Ich helfe dir. Du kannst flirten lernen. Du kannst Verführung lernen. Du musst dein Leben später nicht bereuen wie die anderen. Jetzt kennst du die Wahrheit. Was wirst du damit anfangen?